Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Lotus Simulator von der aktuellen Version des KT4 DTM, den der Kartoffelphantom hier so schön baut. Ja, ich bin heute nicht alleine, wie man sieht. Wir sind hier im Multiplayer und mit dabei ist der T4D. Mahlzeit. Wir wollen euch heute mal ein paar Sachen zeigen, die jetzt noch dazugekommen sind in den letzten Tagen. Der Kartoffelphantom echt fleißig werkelt an dem Gerät. Ja, dann würde ich sagen, TVD, hau mal los. Was kannst du uns denn so Schönes erzählen? Was gibt es Neues? Ja, zuallererst würde ich erstmal sagen, du kannst ja mal auf den Lüfter schwenken oder auf die beiden Lüfter. Und zwar sieht man einmal so schräg unter der Fahrerkabine den großen Lüfter. Ihr kennt den ja noch aus dem OMSI-Modell, der ja nur texturmäßig dargestellt wurde. In dem oder an dem neuen Modell ist es nicht mehr so, dass es über die Textur geregelt wird, sondern dass natürlich so viel wie möglich oder fast alles ausmodelliert wird, so wie auch der Lüfter. Das gleiche gilt natürlich auch für den Lüfter, der sich schräg über dem Drehgestell befindet. Da sieht man jetzt aktuell noch zwei. Der Lüfter, der ziemlich mittig steht, der ist noch über die Textur geregelt. Und der daneben, kaum erkennbare Lüfter, der ist ausmodelliert. Das wird dann aber später in den Texturen nochmal mit Schattierungen etc. Hervorgehoben, sodass das alles noch ein bisschen realistischer aussieht. Dann sind noch ein paar wenige Sounds hinzugekommen, sowie ganz wenige Soundverbesserungen hinzugekommen sind, zum Beispiel ein paar wenige Stromabnehmer-Sounds, wie zum Beispiel Hebe- und Senksound. Wenn der Stromabnehmer komplett ausgefahren bzw. an der Oberleitung anschlägt, wird dann dementsprechender Sound abgespielt, nach dem Original nachempfunden natürlich. Und wenn man ihn senkt, das typische Einrasten des Stromabnehmers. Dann haben wir noch Anfahr- und Bremssounds, zumindest die Sounds, die hinten aus dem Geräteschrank kommen. Das typische Schützklacken beim Anfahren bzw. beim Einlegen der Fahrstufe, wenn man dann wieder in die Nullstellung geht bzw. Betätigung der Bremsstufen. Und ja, das werden wir dann euch gleich beim Fahren noch präsentieren. Ja, genau. Wenn wir dann gleich mal losfahren. Was kann man noch Neues? Dann kann ich auch noch ein bisschen was erzählen. Jetzt stehe ich natürlich in der linken Reihe. Ist natürlich auch wieder genial. Ja, wir haben mittlerweile eine Fahrertür bekommen. Das Fahrzeug. Ich versuche mich jetzt hier mal mit der Kamera mal so ein bisschen hin. Da kann man dann den Schlüssel, sofern man ihn denn abgezogen hat. Wieder klasse vorbereitet heute hier. Ja, sofern man ihn abgezogen hat und wir jetzt hier nicht im anderen KT stecken, so kann man dann den Schlüssel hier in die Fahrertür einstecken und mit Drehen und Ziehen die Fahrertür öffnen. So, das geht auch von innen, das werde ich euch auch gleich mal zeigen. Ich nehme mal den Schlüssel mit, gehe mal nach innen und dann kann man hier in die Sicht gehen, runter und dann sehen wir hier die Klinke und die Klinke, ha, bewegt sich tatsächlich. Und die Fahrertür geht auch auf, also die Fahrerkabinentür und auch wieder zu. Das dazu. Ansonsten hat sich skripttechnisch noch einiges getan. Ich weiß nicht, ob wir das heute im Video simulieren können oder beziehungsweise ob es passiert. Es sind die ersten Störungen eingeflossen in das Fahrzeug. Jetzt in dem Fall aktuell Türstörungen. Dass Türen nicht mehr öffnen, nicht mehr schließen oder nicht einrasten, keine Grünschleife vorhanden ist, sodass der Wagen rein theoretisch oder beziehungsweise dann praktisch nicht fährt. Allerdings ist die Variable so auf, ich glaube, alle 5 Stunden hat er mir gesagt, der Kartoffelphantom eingestellt. Deswegen weiß ich nicht, ob in unserem kurzen Video mit der kurzen Fahrsequenz wir jetzt eine Türstörung erhalten werden. Es gibt aber die Möglichkeit, wie wir sehen, das Störpult ist mittlerweile auch gut bestückt und hier funktioniert auch so gut wie fast alles. Wir hier unten einmal den Schalter Fahrstörung haben und wenn wir den umlegen, könnten wir auch mit geöffneten Türen fahren. Dann funktioniert das Fahrzeug wieder. So, ich würde sagen, wir rüsten jetzt einfach mal beide auf und hören dann natürlich auch den einen oder anderen Sound. Also die Fahrzeuge sind schon vorgerüstet, muss man sagen. Wir haben sie ja schon mal bewegt. Da haben wir das erste Mal das Knallen gehört. Das war der Stromabnehmer, der jetzt quasi
hier an die WLAN-Oberleitung angeschlagen ist. Wir sind ja hier auf Koblenz und immer noch mit WLAN-Leitungen im Großteil unterwegs. Ja, deswegen sieht der Stromabnehmer jetzt auch hier beim T4D so interessant aus. Das ist die maximal ausfahrbare Höhe, die man quasi hat, wenn das Fahrzeug keine Begrenzung nach oben hat. Und ich mache das jetzt auch. Da sind wir mal ein bisschen ruhig, dann hören wir noch einen oder anderen Sound mehr dabei. Hoffe ich zumindest, dass man das jetzt gehört hat. Wenn nicht, werdet ihr es ja irgendwann dann später auch mal selber hören, wenn das Fahrzeug released wurde, was im Übrigen immer noch kein festes Datum hat. Fertig, wenn fertig. So, dann geht's weiter. Dass wir aber fahren können. So. Ah, das Ibis mit dem wunderbaren Startup-Sound. Ich finde ihn ja nicht so schön. Man könnte ihn von mir aus auch weglassen. So, Tür zu und dann Richtungswender vor. Und dann würde ich sagen, fahre ich einfach mal an. Dann hören wir auch schon das, was der T4D gerade gesagt hat mit dem Klacken der Schütze. Da war's, wunderbar. Ja, jetzt werden wir gleich die ordentliche Quietschorgie hier bekommen in der Kurve. Da geht's los. Ja, der Wagen quietscht mittlerweile echt hervorragend. Es ist echt phänomenal. So, da haben wir wieder das Geräusch gehört gerade. Da kommt nichts. Da geht's. Ja. Was kann man noch so Schönes erzählen? Wir haben hier das Repaint vom T4D. Das ist das Prager Repaint. Ein nicht reales Repaint. Das ist eigentlich die Farbgebung der Prager T6A5, was er jetzt hier am KT auf Wunsch umgesetzt hat. Ich gehe mal in die Außenansicht. Es ist ein meiner Meinung nach echt wunderbares Repaint. Es passt auch zum KT echt. Wunderbar, es ist ja, also eigentlich schade, dass das Fahrzeug im Original nie diese Farbgebung hatte, weil das da wurde erst ja mit dem T6A5 in den 90er Jahren eingeführt. Von daher ist der KT da leider nie zugekommen, aber es ist echt sexy, es ist schick, ne? Also da hast du dir echt Mühe gegeben, muss man mal sagen, Chapeau, ne? Vielen Dank, ja. So. Ach so, mit den Türen rumspielen wollten wir ja noch mal ein bisschen. Das mache ich gleich. Erstmal genießen wir jetzt ein bisschen KT-Atmosphäre. Ich danke dir einfach mal hinterher. Ja, mach mal. Also ich muss sagen, auch dieses Klacken, ne? Also von den Schützen, also Respekt und Anerkennung. Echt genial. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach so, ja, die Klingel, die geht ja auch auf dein Konto, ne? Auch mega geil. Also ich finde diese Klingel. Ja. Ich fühle mich direkt wieder, wie als würde ich in der Bahn selbst sitzen. Einfach nur genial. Also wir kriegen ja hier immer noch keine Anforderungen in dem Sinne. Aber wenn ich dir mal kurz ins Wort fallen darf, Ja. Eigenlob stinkt ja bekanntlichermaßen, aber egal, ob das jetzt die Klingel ist oder die Klappfenster, die Stromabnehmer-Sounds, die Tür-Sounds, vereinzelte Dachluken-Sounds sind noch nicht überall verfügbar, aber an einer oder zwei habe ich es schon gesehen, gehört besser gesagt. Oder Schalter, Knöpfe, was auch immer, eigentlich alles an dem Fahrzeug, bis auf den reinen Fahrsound, ist eigentlich aufgenommen von mir. Ja, da bin ich froh, dass ich ihn da unterstützen kann damit. Ja, die Sounds sind echt super und real und naja, es ist ja alles Original Berlin. Sind ja alles von Berliner Fahrzeugen. Und also ja, das ist echt top. Ich bin auch jedes Mal begeistert von den Sounds.
auch wenn ich jetzt bei der Aufnahme selber kaum was höre, weil mich dieses Spiel so dermaßen anschreit. Ach so, mit den Türen rumspielen. Siehst du, jetzt haben wir schon wieder nicht mit den Türen rumgespielt. Ich halte jetzt hier einfach mal an und gucke mal, was passiert, wenn ich die Türen öffne. Hier ist ja eine Haltestelle, offiziell. Tada, Tür auf. So. Ja, anscheinend nein. Hat nicht Hier geklappt. funktionieren noch alle. Bei mir auch noch. Ja, gut, das wird unwahrscheinlich sein. Dafür müssten wir ein ellenlanges Video drehen, Ich denke auch. dass wir hier. Das ist zwar morgen früh noch nicht fertig. Nee. So, ich habe mir meine Weiche angefordert. Mal gucken, ob es klappt. Wenn es klappt, dann gehe ich nach rechts. Das rechte Gleis. Es hat geklappt. Wahnsinn. Ich missachte jetzt einfach mal das Verriegelungskreuz und fahre dir hinterher. Ah, dass die Aufsicht sieht, oh. So, jetzt spiele ich nochmal mit der Türfreigabe und gehe mal raus und mache mal hier das eine oder andere Türchen mal auf. Vielleicht kriege ich ja doch noch eine. Achso, wir können ja mal ja Kinderwagentaster, ne? Den könnte man ja auch mal gleich mal testen. So. So. Euer Kinderwagentaster funktioniert auf jeden Fall. Also, wir können, also ich kann ja mal kurz alle Türen aufmachen, den Schalter Fahrstörung umlegen und dann einfach mal kurz anfahren. Ich hoffe, man sieht's. Ja. Ja, also. Man fährt mit offenen Türen, der gute Mann. Was ich auch mal loben muss, das habe ich ihm aber auch schon privat gesagt, sind die Lichtpunkte bei den Positionslampen und Blinkern. Was los? Guck mal. Ah, da stört eine. Guck, da haben wir es Guck dir doch. mal die Tür 3 an. Ja, siehst du, da passiert es dann doch. Da haben wir eine Türstörung. Genau. Ja, genau das hat er mir gesagt. Wenn die Türstörung, also wenn eine Tür in Störung geht, könnte man das unter anderem daran erkennen, dass die Türwarnleuchte nicht ausgeht. Richtig, das ist ja Und der Fall. das tut sie auch. Ja, dann störe mal Tür 3. Einfach mal Notend regeln. Tür zuschieben. Wenn du Glück hast, funktioniert es ja wieder. Oder auch nicht. Die verriegeln nicht richtig, ne? Nicht wirklich. Ja, sieht man, steht ein Stückchen auf, ja. Jetzt. Jetzt. Jetzt habe ich auch wieder eine Grünschleife. Jetzt könnte ich auch wieder fahren. Das ist ja ein Traum. So, und jetzt gucke ich ganz kurz mal. Zentrales öffnen. Die Tür bleibt auch zu. Ne, bei mir ist er auf. Echt, ja? Ja, also hier, ja, das ist halt wieder, das ist ganz fett, noch nicht ganz fertige Multiplayer. Bei mir ist die Tür jetzt wieder auf, ja. Okay, also bei mir ist die Tür zu. Ah. Ja. Ja, das sind so die kleinen Feinheiten, ne, die manchmal Multiplayer, wie das mit den Spiegeln und den Kupplungen, ne? Das Thema hatten wir ja auch erst. Bei mir ist die Kupplung original und komplett geschlossen. Auch die E-Teile zusammengeklappt. Und wenn wir jetzt mal beim T4D gucken, da sind die E-Teile komischerweise nicht zusammengeklappt. Das ist so typisch Multiplayer-Feinheit.
Feinheiten und die Heckkupplung und Frontkupplung steht bei den Fahrzeugen gerade, während sie bei mir ja richtig eingehängt sind. Aber das sind so Kleinigkeiten, das wird sich dann in ferner Zukunft dann auch noch beheben lassen. Ja, ansonsten, achso, da muss ich ja für zum Fahrzeug selber. Na. Ah, so eine nette Spielerei mit dem Spiegel, dass man den ganz nach vorne klappen kann. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, beim Kartoffelphantom gibt es auch eine Variable, wo der dann später beim Spawnen bei einigen Fahrzeugen dann so nach vorne geklappt steht und bei anderen Fahrzeugen nach hinten geklappt, so wie er eben vorher stand. Ja, genau, jetzt fährt er wieder zurück. Genau, manche haben so die Stellung, manche nach vorne und. Also es wurde zum Beispiel auch eingebaut, wenn der Spiegel, ich sag mal, jetzt nicht komplett ausgeklappt wäre und ja auch nicht wieder komplett eingeklappt, dass der Spiegel dann, je nachdem welcher Position der steht, auch mit der Tür kollidiert und die Tür den Spiegel entweder weiter rausdrückt oder wieder randrückt. Das ja, gibt's auch. Oh, ich hatte gerade das berühmte Türflattern. Ja. Tür 1 flattert wieder. Ah, siehst du? Bei mir jetzt in dem Fall wieder nicht. Aber ja, das hatten wir ja gerade das Thema, dass Ja. halt nicht alles im Multiplayer zu sehen ist. Ja, mehr gibt es eigentlich auch heute nicht zu zeigen, ne? Sounds hatten wir. Genau. Türfehler hatten wir, Gott sei Dank. Türfehler, ja, das war eigentlich reiner Zufall. Ja, genau, reiner Zufall, wer kennt ihn nicht? Das ist genau wie Kai niemand. Ja, dann würde ich sagen wir tschüssi, tschüssi, winke, winke und bis zum nächsten Mal wieder hier auf diesem Kanal, wenn es was Neues zum KT gibt. Und das wird auch, denke ich mal, relativ bald sein. Genau, ja. Ja, dann hinterlasst eure Kommentare, Anregungen, Wünsche, Fragen einfach ja, in den Kommentaren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich winke, winke und ciao. Macht's gut.